Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Infected. Heute machen wir mal wieder normales Gameplay. Ich möchte euch auch mal zeigen, was ich so zwischen den Folgen, die ihr bisher gesehen habt, so treibe und was das Spiel eigentlich so alles bietet, was man machen muss, was so passieren kann. In den letzten Videos hatte ich euch ja meistens etwas Spezielles gezeigt, wie zum Beispiel die Wemby Bases, wie man an diese Blaupausen kommt. Und heute tun wir einfach mal das Spiel gemeinsam hier weiter erleben. So, wir müssen erstmal was futtern. Da haben wir jetzt hier Melonen und Gürkchen angebaut. Die tun wir ernten, passen leider nicht mehr ins Inventar, aber das tun wir gleich ändern. Wir müssen jetzt wieder neue Samen reinpacken. Hier sieht man, dass der Wasservorrat im Beet voll gefüllt ist. Das hatte den Grund, da es in der letzten Zeit wieder öfters geregnet hat und die Beete halt auch sich füllen, wenn Pflanzen ausgewachsen sind, bleibt das Wasser darin enthalten. So, würde ich sagen, Melonen sind gut. Wir brauchen auch Proteine. Da können wir auch gleich mal das Feuerchen noch anwerfen. So, nehmen wir das Gürkchen mit. Jetzt muss ich eben schauen, warum es dunkel wird. Wir haben es jetzt 14 Uhr am Nachmittag und es sieht so aus, als wenn es gleich anfangen wird zu regnen. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um die Beete abzuernten und die Beete wieder halt. Oh! Mann! Mein Herz! Mempi! Das kannst du nicht tun! So. Ja, ist immer so eine Schreckmomente. So, es regnet. Wir werden mal kurz das Feuerchen anwerfen. Haben wir jetzt hier unseren Feuerholzstapel. Unseren Shelter drüber, dass das Feuer nicht nass wird. Dann zünden wir es an. Rohes Fleisch liegt bereits drin. Da müssen wir einfach kurz abwarten. So, hier haben wir auch alles reife Früchte. Da können wir jetzt wirklich ruhig ins Gewissens mal uns hier die Plauze verlauen. Ach so, Pick-up, wir müssen ja abernten. So. Gleich wieder die Samen hinein. Sehr gut, das Gürkchen können wir jetzt erstmal liegen lassen. Ich will. Oh, Wildschwein, das können wir jagen. So, und jetzt entweder laufen, laufen, laufen. Oder wir werfen halt noch einen Speer, aber ich bevorzuge einfach weglaufen. Nach ein paar Sekündchen wird das zusammenbrechen und es verblutet. So, das war's. Dann können wir das nämlich jetzt abernten. So, ja gut, wollte ich jetzt wegwerfen, müssen wir aber nicht unbedingt wegwerfen. So, ihr seht schon, gibt Proteine und Durst wird etwas runtergesetzt. Aber die Proteine bekommen wir wieder hoch. Sehr schön. Unterwegs hatte ich jetzt noch eine ganz normale Melone gefunden. Bisher hatten wir uns ja immer von Wassermelonen ernährt. Aber es gibt auch diese normalen, ich denke mal, eine Honigmelone. Die haben wir jetzt auch. Was ich jetzt noch versuchen wollte, ich hatte jetzt mir außerhalb unserer Behausung noch zwei Schmelzöfen hingesetzt. Und hier daneben noch unseren Luben, wo wir auf der Jagd nach der Blaupause waren.
Jetzt wollte ich mal testen, ob diese Schmelzöfen auch im Regen funktionieren. Feuerholz hatte ich drin. Wir gucken mal, ob wir das anbekommen. Es geht nicht. Das heißt, ich würde jetzt mal einfach ein Dach drüber setzen. So, hier können wir es nicht setzen, warum auch immer nicht. Da muss ich mal schauen, eventuell ist die Maispflanze hier im Weg. Ah. Ja, wir müssen mal aufpassen. Daneben. Daneben. Das heißt, schnell verarzten. Eine Beinverletzung haben wir. So. Auskuriert. Wie sieht unser Gesundheitszustand aus? Das heißt, wir könnten jetzt Gürkchen essen. Gurken sind gut für neue Lebenspunkte. Und zwar, hier lag eigentlich noch einer, aber die ist jetzt leider weg. Ja, die Wampis, die sind ganz schön nervig. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier meinen Speer, da liegt da, wiederfinde. Haben wir wieder gefunden. Wir waren stehen geblieben, oben das Dach weiter auszubauen. Reicht's? Reicht nicht. Wir müssen einmal ringsrum laufen. So, jetzt testen wir das nochmal. Feuerchen funktioniert. Können wir nämlich auch gleich mal hier das Eisenerz reinpacken. Und hier zünden wir auch mal das Feuerchen an. So, ich höre schon wieder einen Fuchs. Am besten ist natürlich, wenn man den zuerst sieht, bevor er uns sieht. Ach, daneben. Oh. So, jetzt haben wir natürlich keine Waffen mehr. Gut, dass wir hier noch Reserve haben. Na komm. Stirb! Stirb, Fuchs! Da geht er. Da geht er dahin. Ganz deprimiert. Ah! Ganz deprimiert. So, den zweiten Speer konnten wir jetzt nicht aufheben, da wir
unser Inventar voll haben. Und das auch gut so, denn ich wollte gleich mal euch zeigen, wie man hier mit dem Reparaturhammer die Konstruktion wieder repariert. Man braucht keinerlei Material. Man geht einfach ran, sieht, es ist Schaden, schlägt zu und es ist wieder heile. Es war jetzt auch schon vorgekommen, dass ein Vampir mir hier das Zaunsfeld inklusive Fundament eingerissen hatten. Okay, das sieht gut aus. So, da können wir den wieder ins Regal packen. Halt! Ins Regal packen. Nicht daneben werfen. So, jetzt schauen wir mal. Inzwischen müsste ja jetzt das Feuer durchgebrannt sein. Beziehungsweise diese Eisenbahn. Genau, zwei Stück haben wir. Die fehlten mir hier noch. Wir haben jetzt zwei Holzstämme schon drin, 20 Fiber und zwei Metallbahnen fehlen noch. Und da haben wir unseren Webstuhl fertig. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich unsere Kleidung damit bauen. Wir haben es jetzt schon Oktober. Habt ihr gesehen? Da hinten. Ja, Vampi. Das ist ganz schön nervig momentan. Also man kommt wirklich zu nichts. Das einzigste Gute, man bekommt hin und wieder mal einen Pfeil. So, kleine Möwe. Hat ordentlich Federn gelassen. Federn brauchen wir auch, um Pfeile zu bauen. Jetzt gehen wir erstmal rein, laden erstmal aus hier. Und eines kann ich euch ja nochmal zeigen. Ist jetzt vielleicht für euch Zuschauer jetzt nicht so interessant, aber für Spieler schon. Ich hatte es jetzt nur durch Zufall mal mitbekommen. Und zwar, wenn man jetzt Dinge auf einen Werktisch ziehen möchte. Man kann mit Alt einzeln ziehen. Oder man lässt Alt gedrückt und klickt mit der rechten Maustaste rechts drauf. Und dann flutschen sozusagen die Items rüber. Man muss sie jetzt nicht mehr einzeln ziehen. Man kann es auch mit der Umschalttaste gedrückt halten, rüberziehen und eine Anzahl jetzt bestimmen. Aber ich sag mal, mit Alt gedrückt, rechte Maustaste ist das eine super Sache. Und das erleichtert wirklich das Bauen enorm. Also das lästige Hin- und Herziehen entfällt damit. Gut, wir wollten ja Sachen bauen. Können wir mal schauen, was wir denn brauchen. So, Waffen, Armor. Bauen wir uns mal einen Helm. Dann hätten wir schon mal Licht. Der bringt 4 Rüstung und 2... Hitze. 2 Hitzepunkte. Also wir frieren nicht so im Winter. Wir brauchen 3x Seil, 6x Kevlar und einen Kupferbarren. So, schnell, bevor ich es vergesse. So, 6x Kevlar, Kupferbarren. Und dann habe ich schon wieder vergessen, wie viel Seil das waren. Aber wir nehmen einfach mal hier die 7 Stück mit. Ob es jetzt 2 waren oder 1. Werden wir gleich sehen. Wir brauchen einmal Kupfer. 6 Kevlar haben wir gesagt. Und jetzt Seile. Jetzt machen wir einfach so viel rüber. Bis es geht oder nicht geht. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Ach so. 3, warte mal, 6 Kevlar. Wir brauchen Stoff, nicht Seil. Stoff brauchen wir.
Warte mal, Stoff machen wir wieder aus Fiber. Das ist ja Rope. Weg damit. So, zwei Stück davon. Ne, gibt ein Seil. Da müssen wir jetzt schauen. Ach so. Ach, Rinde. Verstehe. Wir müssen erstmal 3 Fiber und 5 Brocke. Okay. Brocke hatten wir so viel. Fiber haben wir jetzt auch. Dann können wir jetzt draußen unseren Helm bauen. Die war zu. So. Das ist doch wirklich... Ich muss mir das unbedingt notieren. Tut mir leid, aber ich habe schon wieder vergessen. Drei Fiber, fünf Burge. Drei Fiber, fünf Burge. Okay. Eins, zwei, drei. Und fünfmal Burge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der fehlt mir auch noch hier. Klappt nicht. Klappt nicht so. Er macht uns da alles kaputt, ja. Jetzt ist der hochgerannt. Gehe ich kaputt hier. Gehe ich kaputt. So, wo sind hier unsere Füchslein? Da ist er. Schön daneben. So, was ist denn eigentlich? Sind wir jetzt stark verletzt? Es ist Zeit für Gurke. Ach, Gurke. War gar keine Gurke. War ein Maiskolben. Gut, ich würde das nachher wieder reparieren. Ihr seht, die machen schon ordentlich Schaden. So, weiter geht's. Zwei Stück hat man jetzt hergestellt. Wir bauen jetzt einfach mal noch ein paar. So, fünfmal Burke. Dreimal. Okay, so, jetzt haben wir 7 Kevlar. Wartet, da müssen wir eins wieder rübernehmen. Oder eins brauchen wir nicht, wir brauchen bloß 6. Wir benötigen Kupferbahn und Stoff. Geht nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben 6 Kevlar, Kupferbahn. Das macht mich wahnsinnig hier. So. Drei Stoff, 6 Kevlar und ein Kupferbahn. Ach, herstellen in der Werkbank. Okay, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wo ist denn jetzt unser Kevlar hin?
Pass auf, jetzt nehmen wir einfach den neuen Stack. Drei, vier, fünf, sechs. Das rüber. Eins, zwei, drei. Jetzt können wir bauen. Ach, das war ja eine Geburt. So, unser Helm. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir den automatisch ausgerüstet? Hammer. So weit, so gut. So, das kommt rüber. Oder was können wir denn noch bauen? Wir wollten ja noch mehr bauen. Wenn wir schon mal am Bauen sind. So, hier brauchen wir 10 Kevlar und 5 Stoff. Wir brauchen Stoff. 8 Kevlar, 5 Stoff. Kevlar, Stoff. Und eine Kappe. Da braucht man nur Plant Fiber. Bringt wiederum minus 5 Hitze. Also ist, denke ich mal, im Sommer ein guter Sonnenschutz. Dann haben wir die Hose. Brauchen wir Federn und Stoff. Eine Winterjacke. Ja, muss man halt dann nach Bedarf. Nach Bedarf anziehen. Hey Kollege hier. Oh, daneben! Nein! Wir sind gestorben. Halb so wild. Wir sind im Bett gestorben. Ah! So, wo ist denn jetzt unser Speer gelandet? Den haben wir auch wieder. Oder was sagt ihr? Ist schon ganz schön heftig, wa? Was die Wampis sind zu angreifen. So, wir gucken mal. Jetzt haben wir 50 Leben. Wie viel Armor wir insgesamt haben, sehen wir jetzt leider nicht. Das Fleisch ist jetzt auch durch. Dauert natürlich jetzt nicht so lang, aber ich nehme es einfach schon mal runter. Könnt das frische Fleisch ja raufpacken. Und dann bei der nächsten Gelegenheit zündet man das Feuer an. So, wir schauen mal. Verdirbt in 9 Minuten. Die in 51 Minuten, also diese Zugemelone hält sich auf jeden Fall länger. Das ist der Vorteil. Der Mais bringt uns Vitamine. Gurken bringen uns. Ja, alles Mögliche plus halt Lebenspunkte. Da würde ich sagen, heute ist es doch wieder viel geworden. Und ich würde mal die Folge beenden. Ihr seht ja, es wird Nacht. Muss ich mal schauen, ich werde etwas weiterbauen, vielleicht etwas vorbereiten. Und dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung des Videos freuen. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut. Bis später.